Schön, dass ihr den Weg auf meine Seite gefunden habt. Die Bielefeld-Idee, das stammt von mir. Was ist die Bielefeld-Idee? Sie ist erstmal keine Verschwörung, denn wir wissen alle längst, dass es Bielefeld tatsächlich gibt. Zum Glück, denn ich mag meine Heimatstadt und ich hoffe, ihr auch. Aber es gibt auch nichts, was nicht noch besser werden kann. Und darum geht's mir. Die Bielefeld-Idee, was gefällt euch an Bielefeld, was muss noch besser werden, was ist deine Bielefeld-Idee? Dazu möchte ich mit euch ins Gespräch kommen. Ich möchte eure Bielefeld-Idee einsammeln und sie dann gesammelt nach Berlin tragen, um dort das Beste für Bielefeld herauszuholen. Warum Berlin? Weil ich am 24. September für den Bundestag kandidiere. Mein Name ist Wiebke Ester und ich möchte das Direktmandat für den Wahlkreis Bielefeld-Werther gewinnen, um euch in Berlin zu vertreten. Im Bundestag werden Entscheidungen getroffen, die auch unseren Alltag hier vor Ort berühren. Und Demokratie heißt für mich, dass wir alle gemeinsam gestalten. Und darum möchte ich möglichst viele von euren guten Bielefeld-Ideen mit nach Berlin nehmen. Einige meiner persönlichen Bielefeld-Ideen stelle ich euch hier vor. Als Anregung und damit ihr wisst, wofür ich stehe. Sie sind vor allem geprägt durch das, was ich in den letzten Jahren ehrenamtlich mitgestaltet habe. Weil einen großen Teil davon die Kommunalpolitik ausmacht, stehen wir hier gerade vor dem Rathaus. Ihr werdet aber auch Plakate finden vor Sportstätten und Freibädern, vor Gebäuden, in denen gerade Ferienspiele stattfinden, vor Pflegeeinrichtungen und auf dem Gelände zwischen Uni und Fachhochschule, also dem Campus. In all diesen Themenbereichen haben wir in ganz Bielefeld Orte ausfindig gemacht und dort Plakate aufgehängt. Und für jeden davon gibt es ein kurzes Video mit meinen Bielefeld-Ideen. Vor allem aber geht es mir um eure Bielefeld-Ideen. Die will ich dann hier gerne per Videobotschaft kurz vorstellen, kommentieren, beantworten. So möchte ich Politik machen mit euch gemeinsam. Darum lasst uns ins Gespräch kommen. Was ist deine Bielefeld-Idee?